Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichneck. Das ist Quadro Mike, nicht vor der Box, sondern in der Box. Und ich habe schon beim Abladen gesehen, schöne Halsung, schöne Farbe, total entspannt. Ja. Wäre, glaube ich, genau mein Typ. Was muss denn Quadro Mike machen, dass du so viele Stunden Fahrt auf dich nimmst, um hierher zu kommen? Oder was macht er nicht? Also es ist weniger das, was er macht, als wie er läuft. Also er läuft insgesamt oft sehr, sehr klemmig, nicht so richtig schön über den Rücken losgelassen. Sowohl beim Reiten als auch beim Longieren. Ich habe also auch schon mal ein paar Wochen ihn nur longiert, um zu schauen, ob es vielleicht an mir liegt, am Reiter liegt. Ich habe auch schon geguckt, vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu schwer. Deswegen dachte ich, meine Reitbeteiligung ist deutlich leichter als ich. Hat aber leider auch nicht so wirklich was gebracht. Er hat oft, wenn er jetzt am Tag davor nicht so viel bewegt wurde oder mal einen Tag gar nicht bewegt wurde, hat er immer ein dickes Bein. Okay. Manchmal auch zwei dicke Beine, die laufen dann an. Es ist teilweise sogar taktunrein, also er lahmt dann leicht. Wenn man ihn dann sehr lange aufwärmt, sehr lange im Trab dann auch laufen lässt, selbst wenn es mal nicht ganz so schön aussieht, geht es mit der Zeit wieder weg. Ja. Sehnenschaden haben wir jetzt mehr oder weniger ausgeschlossen. Tierarzt war zweimal da, beide Male hieß es, Sehne ist fest, alles in Ordnung. Und ist das immer so, dass er sich erst einlaufen muss? Ich würde sagen, ja. Aber es gibt Tage, vor allem wenn ich ihn jetzt die ganze Woche richtig gefordert habe, also wirklich jeden Tag eine Stunde Training ins Gelände, Springen, was auch immer, dass er wirklich richtig gearbeitet hat. Dann ist es besser. Dann ist es besser, wenn er richtig in Bewegung war. Ja. Muss ich fragen, also Sehne wurde mehr oder weniger ausgeschlossen mit Ultraschall, nehme ich an? Tatsächlich durch Abtasten nur. Okay. Es war immer akut, dann habe ich den Tierarzt gerufen, dann war der Tierarzt da und hat gesagt, ist nichts, die Sehne war auch nicht warm, nichts. Deswegen hat mir der Tierarzt gesagt, die Sehne ist nichts. Also ich kann ja nur immer aus Erfahrung sprechen, das, was ich erlebt habe. Ich hatte nämlich damals selber mein Turnierpferd. Das war immer mal lahm und mal nicht. Und früher habe ich noch die Theorie verfolgt, wenn etwas kaputt wäre, müsste es ja immer lahm sein. Und nicht nur eine Woche, bevor ich zum Turnier will. Dann kam so diese Sache mit, die hat den Bogen raus, die verarscht dich. So, und dann bin ich da halt mehr oder weniger drüber weggeritten. Es ist nichts dick, es ist nichts warm und überhaupt nichts. Und die Sehne war komplett Schrott. Wir haben auch mit dem Sattel, ich hatte jetzt 4 verschiedene Sattel da im letzten Jahr. Okay. Zuletzt hat mich die Sattlerin ein bisschen vertröstet, kam dann erst Ende letzter Woche. Also es ist jetzt ganz frisch. Ganz frisch. Sie hat gesagt, also der Sattel, wenn er da liegen bleiben würde, wo er liegt, wäre gut. Ja. Er rutscht meistens ein bisschen nach hinten und man würde da eventuell oben nochmal eine zusätzliche Gurtstrippe dazu nehmen. Ja. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob das sinnvoll ist, den Sattel nochmal anzupassen, weil ich habe da jetzt schon 500, 600 Euro reingesteckt in diesen Sattel, weil jeder Sattler meinte, der Sattel passt und muss nur angepasst werden. Was hast du denn mit ihm vor? Also wenn jetzt alles in Ordnung wäre, was würdest du denn mit ihm machen wollen? Also wenn es jetzt gesundheitlich unbedenklich wäre, würde ich gerne mit ihm nächstes Jahr wieder Reitstunden nehmen und wieder versuchen, auf meinen alten Stand von so 1 oder 2 Sterne A-Springen zu gehen. Okay. Vielleicht auch mal ein Gelände E, wenn es sich anbietet. Also eher die Springrichtung. Eher die Springrichtung. Okay, super. Also was ich definitiv sagen kann, wir sind vor einem Jahr ungefähr, habe ich mit meiner Ausbildung angefangen, bin ausgezogen bei meinen Eltern, habe ihn mitgenommen. Davor war er im Sommer immer komplett auf Koppel. Ja. Im Sommer war es nie, im Winter war es damals schon.
Damals war der Mike in einer ja, normal großen Box plus Paddock, wo er rein und raus konnte, wie er wollte. Aufgrund seiner Beine haben wir jetzt wieder gewechselt. Er stand zwischenzeitlich in der Box mit täglichem Paddock oder Weidegang. Ja. Wir haben ihn jetzt wieder in der Paddock-Box, wo er rein und raus kann, wie er will. Also was wir jetzt haben, ist Stroh. Wir hatten, ich glaube vor 1-2 Jahren, als das mir so richtig aufgefallen ist mit den dicken Beinen, haben wir mal probiert, ihn auf Späne zu stellen. Die Ärztin meinte auch, vielleicht kriegt er ja zu viel Kraftfutter. Ach so. Wir haben dann das Kraftfutter drastisch reduziert, haben ihn auf Späne gestellt und alles, was passiert ist, ist, dass er mir abgemagert ist. Wir haben dann, ich glaube, 2-3 Monate gebraucht. Bis also dicke Beine hat er immer noch. Ja. Okay. Das hat leider nichts geholfen. Mir wäre das machbar, dass du ihn uns ein bisschen vorreitest, dass ich mir ein Bild davon machen kann. Ja, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er mal einen Satz zur Seite macht, aber normalerweise kann ich den sitzen. Nicht schlimm ist und ich nicht direkt neben ihm stehe, wenn er das tut, wäre das für mich jetzt kein Problem. Für mich ist es immer ganz gut, wenn ich euch beide einmal zusammen sehe, um zu gucken, wie ihr beide miteinander arbeitet und vor allen Dingen, wie es sich unterm Sattel verhält. Der ist aber nett. Das ist ja. Wir haben Einparken geübt. Sehr schön. Danke. Und das finde ich ja toll. Das mit dem Stehenbleiben klappt allerdings noch nicht ganz so gut wie das Einparken selber. Nein. Jawohl. So. Prima, Großer. Ja, ich bin wirklich gespannt. Das Aufsatteln sah schon so ein bisschen nach Abwehrreaktion aus. Das Gurten fand ich jetzt gar nicht ganz so furchtbar auffällig, aber das Sattel drauflegen und beim Aufsteigen eben meine ich schon gesehen zu haben, dass der Sattel wirklich hinten hochkommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe nicht schon wieder Sattel. Ganz bisschen habe ich auch Magen im Verdacht und da werde ich jetzt einfach in den 3 Tagen gucken, wie ist sein Fressverhalten, wie riecht sein Speichel, brennt sein Speichel auf meinem Arm und so weiter, um dann natürlich da besser differenzieren zu können. Weil ganz häufig ist es auch so, dass die Magenpferde nicht nur Gurtzwang haben, sondern auch oben in der Wirbelsäule auch Symptome zeigen. Und das passt auch schon wieder so ein bisschen. Du kannst den Bereich auch einfach auslassen. Es ist leichter, ihm das einmal zu zeigen, dann ist normalerweise gut. Fühlt sich der Schritt jetzt so an wie immer? Er ist ein bisschen fleißiger im Schritt. Ach. Wobei er meistens tritt er deutlich über. Ja. Aber ist dabei nicht so schnell. Okay. Im Trab ist eher das Problem. Also da tritt er ganz, ganz selten mal über. Weder unterm Sattel noch an der Longe. Also es ist bei beidem dann schwierig. Hatte ich das mit dem Husten schon gesagt? Nee. Also wir haben unregelmäßig Probleme mit Husten. Das heißt, von 7 Tagen hustet er an 3 Tagen, davon an einem Tag sehr schlimm, aber mit Pausen zwischendurch. Das heißt, kann sein, dass er heute schlimmer hustet und morgen gar nicht mehr. Okay. Ah ja. Das ist das typische Gefühl. Also oft ist es so, dass er am Anfang erstmal noch ein bisschen steifer läuft und sich nicht ganz so schnell fallen lässt wie jetzt. So, aber das mit dem Husten ist ungefähr so. Ja, aber das an der Hinterhand sieht man schon deutlich. Ist aber ein Feiner, ne? Der guckt ja gar nicht und ist... Ich glaube, der denkt, wir sind auf dem Turnier. Wir waren jetzt zwar seit 1,5 Jahren nicht mehr, aber... Und das aufgrund... Und kannst du ungefähr sagen, seit wann das so ist? Gab es dafür einen ausschlaggebenden Grund oder... Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Es ist auf jeden Fall schon so 2-3 Jahre.
Ja. Ganz am Anfang, als ich ihn gekriegt habe, war nur das Bein dick. Ja. Im Winter, das war sogar schon ja, mehr oder weniger, als ich ihn gekauft habe, ziemlich direkt. Damals war aber der Befund bei der Ankaufsuntersuchung, bei der großen Ankaufsuntersuchung, war negativ. Also da hat man nichts gesehen. Mhm. Mhm. So, was du jetzt gemacht hast, du hast quasi, ich muss es jetzt so formulieren, auf untypische Weise die Sehne kontrollieren lassen. Also nicht für dich auf untypische Weise, sondern für mich eigentlich. Ich finde das immer ganz schade, dass wirklich ein Pferdebesitzer sagt, der macht sich Sorgen, bitte machen Sie das. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Also er hat da unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, so eine kleine Beule am Bauch. Hm. Da hatte ich gefragt, ob das vielleicht ein Magengeschwür sein könnte. Hm. Da war die Aussage vom Tierarzt, nee, das ist, weil das fest ist, dass das wahrscheinlich eher sowas wie ein, dass er da mal getreten wurde und dann so ein Hämatom sich verkapselt hätte. Mhm. Also es muss auch nicht immer gleich ein Magengeschwür sein. Es gibt auch, wir hatten jetzt hier zum Beispiel häufig auch Pferde da, die hatten einfach nur was in der Magenschleimhaut, eine Reizung zum Beispiel. So, und die haben dann auch ähnliche Symptome. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, deswegen habe ich gefragt, wie sieht sein Fressverhalten aus? Und auch ansonsten und auch mit dem Satteln. Ein Magenpferd hat nicht nur Probleme, wenn man gurtet, sondern die meisten, die haben schon Probleme, wenn man das oben drauf legt. Und was ich eben gerade gesehen habe, nach dem Schritt wieder neu antraben, ist auch wieder Einlaufphase. Ne? Das ist nicht nur ganz am Anfang. Wobei die wird kürzer. Okay. Also je länger er in der Arbeit ist, desto kürzer ist dieses. Am Ende ist es dann quasi vielleicht der erste Takt, wo noch nicht so schön locker vorwärts geht. Okay. Ja, jetzt stehe ich hier zwischen den Beinen, weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ich wollte gerade was hier zu Jasper erzählen, aber da habe ich schon wieder bei Quadro Mike was gesehen. Und das habe ich halt auch vorhin schon an der Heuraufe gesehen, dass er manchmal mit der Schnauze ins Heu gegriffen hat. Jetzt war es halt in den Hafereimer und wirklich, als wenn er so einen elektrischen Schlag kriegt, wieder zurückschießt. Ja, zwei Pferde, klein und groß, komplett unterschiedlich. Großes Pferd, Quadro Mike, frisst ganz, ganz wenig Heu, dafür aber wirklich sein Kraftfutter mit viel Elan. Der kleine Jasper, der mäht alles ab, jeden Halm, jedes Körnchen, was er irgendwie kriegen kann. Das hat so den Eindruck von einem Nimmersatt und ich bin wirklich gleich gespannt, was passiert, wenn ich da die Decke runternehme. Ob es schon ein bisschen weniger geworden ist oder nicht. Aber erstmal hole ich den Quadro Mike raus, gucke mir den Sattel an, schaue mir das Maul an und ich möchte ihn ganz gerne einmal wirklich an den Hinterbeinen und im Kruppenbereich behandeln und dann sofort einmal an die Longe nehmen und traben lassen, um zu schauen, bewirkt es irgendwas oder ist er genauso lahm wie gestern beim Vorreiten, weil das war schon ganz krass zu sehen und ich würde mal vermuten, Spatt oder vielleicht auch Sehne. Ja, und was da wieder für Aussagen gekommen sind, die hauen mich also wirklich teilweise vom Hocker. Ich weiß auch gar nicht, wie sowas zustande kommt, dass man wirklich eine Sehne gesund schreiben oder gesund sagen kann durch Abtasten. Also wer solche Fähigkeiten hat, ehrlich, der müsste sich eine goldene Nase verdienen. Das ist für mich schon Hellseherfähigkeit, weil das ist das Gleiche wie, als wenn man jetzt hingeht und jetzt kriege ich wieder ganz viel Ärger, aber das habe ich selber erlebt. Ich kann immer nur das erzählen, was ich erlebt habe, dass man zum Beispiel eine Sehne auspendelt. Gibt es auch, klar. Zeigt vielleicht eine Störung an, aber ganz ehrlich, ich würde mir niemals anmaßen, so genau eine Sehnenstruktur, einen Muskelfaserverlauf
zu beschreiben, sodass ich wirklich jede einzelne Faser erreicht habe, die ich zum Beispiel auspendele oder die ich mit meinen Fingern erfühlen kann. So, und wenn ich jetzt ein Pferdebesitzer bin, der hilfesuchend sich an einen Tierarzt wendet und sagt, bitte, mein Pferd lahmt. Und dieses Pferd lahmt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, schon seit 2 oder sogar 3 Jahren. Dann frage ich mich ganz ehrlich, was sind das für Aussagen mit Sehne abtasten? Die Sehne ist in Ordnung. Und dann läuft das Pferd lahm weiter. Es wird überhaupt nicht gesagt, vielleicht, wir müssten mal Ultraschall machen. Wir müssten mal Röntgen. Irgendwo dran muss es liegen. Wenn ich wirklich den richtigen Punkt treffe, dann müsste ich theoretisch gesehen, wenn es kein körperlicher Schaden ist im Sinne von Sehne kaputt oder Chip oder Spatt, müsste es sofort nach der Behandlung besser sein. Und das kenne ich zum Beispiel aus dem Menschenbereich. Wenn jemand zu mir gekommen ist in eine physiotherapeutische Behandlung, dann habe ich immer gesagt, wenn das Symptom oder wenn die Schmerzen oder die Bewegung, die vorher nicht da war, wenn die sofort nach der Behandlung schmerzfrei ist oder mehr ist, dann bin ich genau an der richtigen Stelle. Hat sich nichts verändert nach einer Behandlung, habe ich meinen Patienten immer gesagt, dann war es nicht die richtige Behandlung. Dann war man nicht an dem Punkt. Und man muss es dann auch nicht 3, 4, 5 oder 6 Mal nochmal machen, weil was beim ersten Mal nicht gewirkt hat, wirkt beim 2., 3., 4. und 5. Mal auch nicht. Und auch dafür werde ich jetzt wieder wahrscheinlich ganz stark kritisiert. Aber es ist meine Einstellung. Ich arbeite seit über 25 Jahren mit Menschen und mit Pferden. Und ich glaube, das ist das, ja, wo man, glaube ich, ganz viel Kombination hat. Weil der Mensch, der kann mir Feedback geben, der kann mir sagen, boah, wenn du da und da drückst, das ist so schlimm, das fühlt sich an, als wenn du mir, als wenn ich mir den Tennisarm, den Musikantenknochen anhaue. Aber wenn du länger drauf bleibst, dann wird es besser. Ich bekomme Feedback von einem Menschen und ich glaube, das macht es für mich einfacher und ich bin einfach sicherer in gewissen Dingen, wo ein Pferd dann sagt, oh, bist du verrückt, das machst du nicht mit mir. Und ich sage erstmal, ey, komm her, wir warten erstmal ab, was passiert. Weil von dem Menschen habe ich das Feedback. Und das ist, glaube ich, ein großer Pluspunkt, finde ich, für mich immer. Ich weiß nicht, ob das auch bei Menschen oder bei Therapeuten ist, die jetzt nur mit Tieren arbeiten. Weil die Tiere zu deuten, wenn sie einen wegschlagen wollen oder wenn sie nach einem schnappen, okay, dann geht man da halt nicht wieder bei. Der Mensch hat mir aber gesagt, bleib länger drauf, weil dann wird es besser. Und das sind so Sachen, glaube ich, die sind ganz viel im Raum. Und ich bin jetzt erstmal gespannt, dass der Quadro Mike, lahmes hat man gestern ganz deutlich gesehen. Ich möchte erst mal gucken, könnte es vielleicht Ursache sein, Sattel, Zähne, Blockierungen oder ist es wirklich etwas, wo man sagen muss, Ultraschall, Röntgen, vielleicht abspritzen, gucken, ab welchem Gelenk ist es. Das Ganze ist dann kostspielig, aber erst 13, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist ein tolles Pferd, das hat man gestern gesehen. Ich habe auch den Verdacht auf Magen und auch beim Magen können die Pferde hinten lahmen. Es ist jetzt ganz weit hergeholt, aber theoretisch gesehen ist es machbar, weil halt alles verspannt ist. Und wer sich mal die Meridiane anschaut, der sieht dann auch eine schöne Kombination zum Magen, die zum Beispiel in der Hinterhand wiederzufinden ist. Und da muss ich jetzt erstmal gucken. Ganz angenehm bist du. So, und ich finde das immer ganz traurig, wenn die Pferdebesitzer alles machen, sich Fachkräfte holen. Ja, und dann letztendlich gar nicht wirklich erforscht wird, gar nicht wirklich geguckt wird, woran könnte es denn liegen, sondern die halt einfach, ja, so wie die Besitzerin von Quadro Mike, wirklich
fast 7 Stunden fährt, um hierher zu kommen, damit ich dann vielleicht sage, du, Ultraschall, Röntgen, Magen antherapieren. Weil wenn ich mir das angucke, was er mit seinem Heu macht, er frisst wirklich kaum Heu. Typisch ist eigentlich, dass die Magenpferde nicht wirklich Kraftfutter fressen, aber dafür Heu. Aber ein Gast, der auch letztens hier war, hat mich schon wieder eines Besseren belehrt, weil da war es nämlich genauso. Es wurde Kraftfutter gefressen, aber kein Heu. Na, komm her, du feiner Kerl. Oh ja, 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 ja. So, das ist das, was ich gestern schon hatte, was ich gesehen habe, wenn er mal in die Heuraufe fasst oder auch in den Futtertrog fasst, dass er so explosiv zurückgeht. Vielleicht lag es auch nur am Halfter. Das war nämlich nicht sein eigenes. Na, guck mal. Hm? Guck mal hier, das ist deins. Ja, das ist dein Halfter. Komm her, machen wir nochmal. Bist du so empfindlich, was Geruch angeht? Hä? Fremdes Halfter willst du nicht? Ja, ich würde ja auch keine fremde Unterhose anziehen wollen. In der Regel zieht man sich die aber auch nicht übers Gesicht. Was ich gestern schon nach dem Reiten gesehen habe, als der Sattel abgenommen wurde, ist, dass wirklich der Abdruck von dem Sattel hier richtig drinne war. Das heißt, die Wirbelsäule, die also links und rechts das Gewebe neben der Wirbelsäule, das war richtig runtergedrückt, sodass die Wirbelsäule noch mehr rauskam als jetzt. Und auch hier vorne hat man deutlich gesehen, dass da Druck ist. Ja, ist alles gut. So. Und da fällt auch schon auf, dass der rechte deutlicher ausgeprägt ist als der linke. Er soll jetzt beim Zahnarzt gewesen sein. Das kann natürlich sein, wenn da eine Dysbalance war, die jetzt behoben ist, dass der Muskel sich halt noch nicht dementsprechend angepasst hat. Das Maul ist die ganze Zeit gerunzelt, wie man hier sieht. Die Nüster ist hochgezogen. Kann man immer ganz schön sehen, es ist so ein bisschen verspannt, es ist also nicht entspannt und auch die Nüster ist hier immer hochgezogen. Ist auch immer ein Zeichen von angespannt sein, von einer angespannten Mimik. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurden die Schneidezähne auch gekürzt, weil er ein leichtes Wellengebiss hat. So, da unten sieht man jetzt zum Beispiel Rötung. So ist schön. So, man merkt ganz deutlich, alles gut. Wo der Sattel liegt, hier hinten geht man wirklich in ein Loch. Lass es. Halt. Und laut Aussage der Besitzerin ist die Lahmheit mit einem anderen Sattel, also wo dieser Sattel anders gepolstert war, war die Lahmheit deutlich stärker. Als der Sattel umgepolstert wurde und einige Druckpunkte verändert wurden, war die Lahmheit besser. So ist fein. So, das Bewegungsende im Sprunggelenk ist links härter als rechts zum Beispiel. Im Fesselgelenk fühlt es sich ähnlich an. Das heißt also, da würde ich jetzt keinen krassen Unterschied von links zu rechts sehen. Im Hüftgelenk und im Sprunggelenk schon. Da ist links fester und härter im Endgefühl. Und da müssen wir einfach mal schauen. Hat Ariane beim Check bereits Vermutungen, woran gewisse Dinge liegen können, probiert sie in der Regel auch gleich Behandlungen aus, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und wer sowas auch für sein Pferd zu Hause können möchte, findet dazu Anleitungen im Mitgliederbereich. So, was man ganz, ganz deutlich sieht, ist, dass die linke Seite deutlich höher ist. Und ich meine damit nicht oben das Kreuzbein, die Kreuzbeinplatte quasi, sondern ich meine wirklich die Tuba Coxae. Also ich versuche immer Deutsch zu sprechen, manchmal fällt mir das deutsche Wort nicht ein, obwohl ich mir das echt schon antrainiert habe. Ich verstehe schon teilweise die Arztsprache nicht mehr. Oder wenn ich mich mit anderen Physiotherapeuten mal unterhalte
und die mir irgendwas erzählen, weil im menschlichen Bereich ist es einfach immer wichtig, dass man so spricht, dass der Laie es versteht. Und wenn man mal auf diese hier guckt, lass es, hey, hi, so schön. Wenn man auf diese Knochen hier guckt, von hinten sieht man, dass diese Seite hier deutlich höher ist als die rechte Seite. Ist es jetzt die rechte Seite, die nicht funktioniert? Oder ist es die linke Seite, die funktioniert? Ist diese Seite normal und diese Seite ist einfach zu hoch? Oder ist diese Seite zu tief und diese ist normal? Und das sieht man dann auch schon wieder in der Bewegung. Das habe ich aber gestern schon gesehen, als wir Richtung Reitplatz gegangen sind. Da ging das Wagpendel vom Schweif und auch Links-Rechts-Bewegung der Kruppe oder der Hinterhand. Die ging nach rechts, aber sie ging nicht nach links. Ja, diesen Sattel hier oder dieser Sattel begleitet Quadro Mike schon viele Jahre. Es waren immer Sattler da, die gesagt haben, dieser Sattel passt ihm gut. Also die haben gar nicht versucht, einen neuen Sattel zu verkaufen, was grundsätzlich ja schon mal für sie spricht. Sie hatten halt immer nur gesagt, dass man den Sattel anders polstern müsste, damit er auf dieses Pferd passt. So, und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist die letzte Anpassung ganz frisch. 2 Wochen, glaube ich. 1 Woche oder 2 Wochen. Also wirklich jetzt ganz, ganz frisch. Und jetzt bin ich gespannt. Weil gestern nach dem Reiten und auch beim Reiten meine ich gesehen zu haben, dass der schon ordentlich kippt, dass der hinten hochkommt, sich vorne runterzieht. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Oh. So, er stand ganz ruhig, jetzt fängt er an zu kratzen. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch wieder anfängt zu flehen. So, komm mal, ja. Ich bin vorsichtig. Lass mal gut sein. Hey. So, und wenn ich mir jetzt das Bild angucke, ich versuche ihn mal seitlich zu stellen. Super. So, der Sattel wurde jetzt gerade aktuell kontrolliert und für dieses Pferd angepasst. Ich glaube, dass es für jeden, der auch kein Sattler ist, der kein Sattelverkäufer ist und der nicht emotional mit diesem Pferd verbunden ist, so wie die Pferdebesitzerin, sehen kann, ob dieser Sattel gut liegt, bequem liegt oder nicht. Der Sattler konnte es wohl nicht. Und wenn ich das Ganze dann auch mal von hier vorne mir angucke und mal gucke, ist das wohl bequem am Trapezmuskel? Ist da wohl Bewegung möglich oder ist das eher unbequem? Und dann hat das, glaube ich, nichts mit Hetzerei zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass man gegen Sattler hetzt. Sondern das, was hier passiert, was ich hier zu sehen kriege, ist das Werk von Sattlern. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele gute, die wirklich Ahnung haben. Aber das, so wie der da jetzt liegt, wenn das Werk von einem Sattler ist, der sein Handwerk versteht, dann tut es mir leid, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Dann hat er ein betriebsschädigendes Auge. Ich weiß nicht, was man sonst dazu sagen soll. Und mir tun die Pferde leid, mir tun die Pferdebesitzer leid. Die machen alles, was in ihrer Möglichkeit steht. Die verzichten selber auf Urlaub, die verzichten auf alles, nur damit es ihrem Pferd gut geht. Und dass der Sattel so nicht liegen bleiben kann, ich glaube, das sieht jeder. Ja, unser Kameramann hat ja schon viele Sättel gesehen. Aber der hat gerade gesagt, ey, du musst das mal erklären, weil wenn ich das schon nicht sehe, wie sollen das andere sehen? Dafür kriegt er erstmal gleich einen Schlag an den Hals. Beim letzten Mal gab es ja schon einen Schlag auf die Finger. So
entwickelt sich Mann eben weiter. Wem das jetzt nicht klar ist, es kann auch sein, dass das auch durch die Kamera nicht so deutlich klar wird. Erstmal guckt man natürlich, liegt der Sattel in der waagerechten? Ich sehe ja schon, dass der hier gar nichts hat. Hier, er zieht sich vorne rein, alles gut, ich mache nichts mehr. Er liegt vorne runter, wenn man sich das mal anschaut. Hey, hey, komm, ich bin ganz vorsichtig. Ja, es ist hier wirklich ein Riesenspiel. Das heißt, hier vorne gibt das immens Druck. Hier ist auch immens Druck. Jetzt kommt das Reitergewicht aber hier hinten drauf. Hier sieht man noch den Abdruck vom Grip. Das heißt, hier wird gesessen. Hier vorne wird er runtergegurtet. Er hebelt sich hoch. Das Gewicht hinten kommt drauf, drückt ihn aber runter. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. So, und wenn ich jetzt hier drunter gehe, dann gucke ich mal, was passiert. Da komme ich kaum drunter weg. Hinten ist fast nichts. Vorne komme ich kaum drunter weg. Das ganze Gewebe an der Wirbelsäule wird richtig gedrückt. Und er zeigt, sobald ich da drunter gehe, wieder Kopfschlagen, Kauen, Schlecken und Gähnen. So. Boah. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die Beine von dem Quattro Mike gar nicht kaputt waren. Sondern wenn ich mir das jetzt angucke, dass dieser Sattel hier jetzt den Mike schon Jahre begleitet und die Probleme immer schlimmer wurden und jetzt Tierärzte da waren, Osteopathen da waren, die gesehen haben, der Quattro Mike lahmt, der hat Taktstörungen. Sich denn aber nicht angeguckt haben, mit was für einer Ausrüstung wird er denn gearbeitet? Zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass ein Osteopath, ein guter Osteopath und ein Physiotherapeut die Kombination gesehen hätte. Bin ich mir wirklich sicher. Weil in der Regel arbeiten Osteopathen und Physiotherapeuten ganzheitlich. Das heißt, die gucken sich wirklich alles an und haben auch die Gabe, Kombination und Kettenreaktionen miteinander zu verknüpfen und logisch zu denken. Also davon gehe ich wirklich aus. Musst du mal pullern? Du? Davon gehe ich jetzt mal wirklich aus. Das scheint hier nicht stattgefunden zu haben. Weil wenn jetzt wirklich dieser Sattel, so wie er da drauf liegt, das wäre für mich plausibel, dauerhaft Bewegung einschränkt durch zu viel Druck. Soll ich dich mal pullern lassen? Muss man drauf achten. Komm her. Aus dem Handbuch der Pferdephysiotherapie. Blase voll, Pferd steht nicht mehr so doll. Geh mal einmal rein, pullern. Ja, so. Kann ja sein. Ich bleibe einfach hier. Er hat gerade ausgeschachtet, ist am Kratzen. Kann ja sein, dass er mal muss. Wenn nicht, hast du mich veräppelt. dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass wirklich diese Bewegungsstörung über lange Zeit entstanden ist, weil halt einfach sich die Gelenke andere Mechanik angewöhnen musste, weil Muskulatur einfach verkürzt, gestresst wird, der Magen, glaube ich, auch nicht ganz unbeschadet geblieben ist, bei so viel Druck in der Gegend. Und ja, das ist so eigentlich mein Fazit. Das heißt, es ist nicht immer alles am Sattel liegt, aber er spricht schon Bände und man hat es, glaube ich, auch deutlich gesehen. Zähne sind, glaube ich, in Ordnung. Ja, und das, was jetzt momentan leider passt,
ist, dass es wahrscheinlich wieder eine Ursache von zu langer Nutzung eines falsch liegenden Sattels ist. Und das kann man natürlich nicht abstellen, indem man jetzt einfach den Sattel runternimmt und sagt, ach guck mal, lahmt ja ohne Sattel auch. Sondern das ist ja wirklich etwas, das hat über Jahre stattgefunden. Hoppala. Bin ich gespannt, was hier passiert. Jetzt haben wir, man sieht schon, es kommt oben was drauf. Er fängt sofort an zu kratzen. Ich gucke, was passiert, wenn ich den Gurt mir hier langsam nehme. Ja. Pass mal auf. Hier, guck mal. Es fällt einfacher, wenn du dabei was kaust vielleicht. So, guck mal. Ja, ich habe unten schon Trabstangen aufgebaut. Beabsichtigt auf einer Geraden. Ich arbeite natürlich gerne in Längsbiegung. Jetzt möchte ich aber schauen, ob es überhaupt möglich ist für den Quadro Mike, wenn er ein bisschen erwärmt ist im Trab, über gleichbleibende Abstände zu gehen. Schlechter und auch über Stangen ist für mich jetzt einfach ein Test. Bei Lahmheit heißt es immer, es sind definitiv Schmerzen vorhanden. Das sehe ich ähnlich. Die Frage ist ja nur, sind die Schmerzen da, weil es überall zwickt und zwackt und zu kurz ist? Oder sind wirklich Schmerzen da, weil alleine das eigene Gewicht, die Mechanik, das Gangbild halt einfach von den Strukturen nicht gehalten wird? Steh ab. Komm. Jawohl, komm. So. Jetzt muss ich einmal gucken, wie das hier aussieht. Das Fesselgelenk, das fußt schon nach hinten auch. Nach Knie sieht es mir eigentlich auch nicht wirklich aus. Jetzt fängt er an zu husten, das ist auch seine Geschichte. Super, so ist schön. So, er läuft sich jetzt ein bisschen ein, das sieht nicht mehr so schlimm aus wie am Anfang, aber er ist natürlich trotzdem noch deutlich lahm. Jetzt einfach mal machen und werde ihn über die Stangen gehen lassen. Da wird er so nicht rüberkommen. Da muss er sich ein bisschen strecken und dann kriege ich hoffentlich ein Bild. Ah ja. So, da hops danach. Die vierte passt dann nicht mehr. Hey, fein! Klasse! So ist er fein. Ja, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Fall. Eigentlich, meiner Erfahrung nach, dürfte er, wenn wirklich ein Schaden im Sinne von zum Beispiel Spatte oder sowas vorliegt, nicht sauber darüber kommen. Weil dann ist einfach immer dieser Schmerz da. Und man hat eben gerade gesehen, es müssen viele Punkte zusammenpassen, dass er es schafft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt, wo er weiß, die tun weh. Und dass er dann schon vorab kürzer tritt. Mein erstes Augenmerk liegt wirklich auf dem Magen. Geschuldet dem Fressen, geschuldet den Symptomen auf dem Rücken und auch beim Gurten. Ob das nun wirklich dazu führt, dass der so verspannt ist vor Schmerz, dass er dadurch Lahmheit hat. Ich glaube, das kann man nur merken und feststellen, wenn man ihn auf Magen antherapiert. Und ich glaube, ich würde parallel dazu Sicherheit haben wollen, würde die Beine einmal röntgen lassen, einmal schallen lassen. Und ich
glaube, wenn man da nichts findet und den Magen antherapiert, ich glaube, dann kann die sich ihren Traum erfüllen. Wenn natürlich die Sehne kaputt ist, muss die erst ausheilen, keine Frage. Vielleicht sollte nur diesmal ein Tierarzt ausgesucht werden, der die Beine von Quattro Mike nicht mit den Fingern durchleuchtet. Seite angefangen, dass du nicht so lange laufen musst, ne? Ich weiß ja nicht, ob das kaputt ist. Von daher möchte ich ihn nicht Runde um Runde laufen lassen, weil es wird ja nicht besser. Quattro Mike? Mikey? Mikey scheint nicht seine bevorzugte Ansprache zu sein. Ich habe mit der Besitzerin abgesprochen, dass der Quattro Mike für eine Trainingseinheit ein Schmerzmittel bekommt und für die andere keins. Vielleicht sind auch die Fliegen gar nicht mehr so schlimm, das kann auch sein. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Na, Süßer? Komm mal her, geh mal zurück. Oh, du bist so aufmerksam, ne? So ein aufmerksamer. Ach, ich habe gar kein Leckerli, das geht gar nicht. Tante Telgen ohne Leckerli. Ich bin heute mal durch Zufall, habe ich bei Google was eingegeben mit dem Wort Leckerlis. Und da gibt es ja wirklich seitenweise Kommentare, Vorträge, Foren, wo halt darüber diskutiert wird. Leckerli, ja oder nein, Vorteile, Nachteile. Und jetzt ist mir auch völlig klar, woher dieses ganze Thema kommt, dass man kein Leckerli füttern soll, weil das Internet ist ja vollgestopft davon, dass Pferde anfangen zu beißen, zu schlagen, dominant werden, weil sie halt einfach in der Natur kein Leckerli aus einer Hand bekommen, sondern die Pferde belohnen sich ja auch nicht gegenseitig mit Leckerlis. Natürlich nicht. Aber ich bin ja auch kein Pferd. Und ich behandle ihn ja auch nicht wie ein Pferd, denn ich möchte, dass er mit mir arbeitet. Und in den meisten Fällen möchte man auf dem Pferd reiten. Und das machen Pferde untereinander, glaube ich, auch nicht wirklich. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen. Also von daher ist es ja völlig egal, ob es Natur ist oder nicht Natur ist. Ich kriege hier gerade mit den beiden Fohlen mit, dass es darauf ankommt, wie so ein Pferd aufwächst. Was man mit seinem Pferd macht. Das heißt auch, ein Pferd hat zum Beispiel von Natur aus Platzangst. Und eine Boxenhaltung wäre total schlecht, weil sie unnatürlich ist. Ich kann aber gerade beobachten, wenn diese beiden Fohlen, Jack und Joe, wenn die total unsicher sind oder es kommt irgendein Geräusch oder Regen kommt, das Erste, was die machen Hackengas und zwar richtig schnell und laufen in ihre Box und bleiben da stehen. Hören sie irgendein Geräusch, gehen sie in ihre Box. Und das bei einem Pferd, was angeblich von Natur aus Platzangst haben soll. Also stellt sich mir die Frage, das ist vielleicht gar keine Natur. Wo sind denn die Pferde groß geworden? Wo werden die heutigen Fohlen geboren? Die werden nicht mehr in der Steppe geboren. Die sind in einer weichen Strohbox meistens und sind da drin. Und da stehen sie auch mit ihrer Mutter drin. Kriegen was zu fressen, können säugen. Im besten Fall können sie auch mal raus mit ihrer Mama auf Wiese oder in eine Reithalle. Also ich sage mir einfach, die Pferde sind so, wie man es ihnen am Anfang angewöhnt. Ich bin jetzt von dem Gedanken komplett weg, dass sein Pferd von Natur aus Platzangst hat. Sonst wären die uns nicht auch, als wir in die Klinik gefahren sind, so mit in den Anhänger gegangen. Die verbinden den Anhänger mit Box. Und in die Box laufen sie auch, wenn irgendwas unsicher ist. Und von daher muss man, glaube ich, ein bisschen umdenken. Und ich mache das, was gut ankommt. Das, womit ich ein Pferd motivieren kann. Die meisten kann man mit Leckerlis motivieren. Die man nicht mit Leckerlis motivieren kann, die haben meistens was an den Zähnen oder was mit dem Magen. Das ist meine Erfahrung in den letzten 25 Jahren. Aber nicht, weil ein Pferd keine Leckerlis oder keine Möhren mag. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja, was eben total toll war, er hat ja jetzt ein Schmerzmittel. Das heißt, Muskulatur, die sonst verspannt war, kann jetzt auch wirklich ein bisschen locker lassen. Ich habe ihn gerade noch mal behandelt und da hat sich ordentlich was gelöst. Was vorhin
ohne Schmerzmittel noch gar nicht möglich war. Und da bin ich wirklich gespannt. So, wir sind auf der rechten Hand, ist ja eh seine schlimmere Hand. Ich lasse ihn jetzt auch nicht lange Schritt gehen. Er war jetzt ja auch auf dem Paddock, hat sich da auch bewegen können. Und ich möchte jetzt ja einfach Auskunft kriegen. Linkes Becken war vorhin deutlich höher. Das haben wir eben schon nochmal wieder runtergeholt. Ich bin gespannt, wie es jetzt nach dieser Einheit hier ist. Ob die Muskulatur es wieder zurückgezogen hat oder ob es unten geblieben ist. So, Grossa, Tee ran. Komm. Hopp, hopp. Ja, das sieht zumindest deutlich, deutlich besser aus als sonst beim Anlaufschmerz. Man sieht immer noch eine Lahmheit. Aber das sieht jetzt ja nun mal ganz anders aus. Hopp, hopp. Jetzt sind die Stangen schon fast zu kurz für ihn, also fast zu kleine Abstände. Das war ja vorhin kaum machbar, 1,20 Meter. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt geht er da so rüber. Gucken, ob es hinten links ist, was mich tragen und nicht stützen kann. Oder ob es im Hang, in der Hangbeinphase ist. Da war es richtig gut, fein. Komm her, machen wir nochmal. Hopp, 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 hopp. Super gemacht, klasse. So, das erleichtert mich jetzt, weil jetzt kann ich wirklich sagen, es sind starke Schmerzen im Spiel. Er läuft deutlich besser. Es ist ein Anlaufschmerz, der jetzt fast gar nicht mehr da war. Was er jetzt gar nicht hatte, war Schweifschlagen. Jetzt in dieser Einheit, er hat jetzt auch keinen Sattel drauf gehabt. Das möchte ich auch nicht machen, weil er ist jetzt wirklich gut gelaufen. Und das mit dem Sattel oder mit dem Gurt hatten wir heute Morgen, haben wir gesehen. Und das ist dann etwas, was ich der Besitzerin mitgeben kann, dass man jetzt guckt, morgen ist Schmerzmittel fast raus. Da könnte man ihn nochmal laufen lassen und gucken, ob wir da wirklich durch das Manipulieren was erreicht haben oder ob es nur unter Schmerzmitteleinsatz ist, dass er diesen Anlaufschmerz nicht hat. Das sind aber alles Sachen, die kann man auch peu à peu zu Hause abchecken. So. Tja, richtig, richtig gut. Komm her. Sehr fein. Komm. Ich habe gerade gelesen, dass man auch energetisch putzen kann. Es ist also quasi wie bei Menschen in der Kinesiologie gibt es Striche zum Energieanschalten, aber genauso auch zum Ausschalten. Das ist immer der Bringer auf Lehrgänge oder wenn man was demonstrieren möchte. Wenn man einfach einer gesunden Person wirklich mit einer Handbewegung sämtliche Energie nimmt. Also Energie ist ja nicht gleichzusetzen mit Kraft, aber ich will mal so sagen, im Alltag oder für den Laien, für den Medizinlaien, deutet man das auch häufig über Kraft. Und von daher sind das immer so ganz schöne Sachen, die man einfach zeigen kann, dass man sagt, guck mal, ich kann dir Energie nehmen mit einmal und ich kann sie dir aber auch wieder geben. Und da habe ich gerade gesehen, dass es tatsächlich auch für diese Zentralgefäße Putzrichtungen gibt, genauso wie beim Menschen auch. Und einfach mal googeln. Ja, Quadro Mike hat heute seinen letzten Tag mit mir zusammen und ich merke schon, dass Vicky wirklich fehlt, weil ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich die vielleicht noch ein bisschen schön kriege für nachher. Aber erstmal möchte ich gerne ausprobieren, was der Quadro Mike ohne Schmerzmittel macht. Das heißt, ich hole wieder sein Becken runter. Er hat ja einen deutlichen Schiefstand. Ich hole ihn wieder runter, gucke, nehme ihn einmal kurz an die Longe
und gucke, ob ich ein ähnliches Bild kriege wie gestern mit Schmerzmitteln. Weil dann war es wirklich sein ISG, was ihn da blockiert hat. Ich vermute das aber nicht. Und ich habe ja schon ganz häufig mal gesagt, dass ich noch nie feststellen konnte, dass eine Blockade oder auch die vielleicht ISG-Blockade dafür sorgt, dass ein Pferd wirklich schwerwiegende Probleme hat. Und ich höre von vielen Kollegen, dass das sehr wohl der Fall ist. Und frage mich immer, komisch, denn landen die Pferde einfach nicht hier bei mir. Aber ich habe, glaube ich, heute Nacht den Unterschied vielleicht gefunden, warum ich zu so einer Aussage komme. Weil ich ganz häufig, wenn die Pferde 3 Tage hier sind zum Check, mache ich diese Befundaufnahme. Meistens nach dem aktiven Check. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd hier habe, was mit ISG-Problemen kommt oder was mit mehreren Blockaden kommt, dann habe ich das wahrscheinlich schon über den aktiven Test durch die Schiefe und auch durch viele Schritt-Trabübergänge, durch vielleicht andere Arbeiten in eine, ja, manche nennen es Überstellung. Ich bringe den Pferden damit was bei, dass es dem Reiter einfacher fällt, dem Pferd denn natürlich auch. Und ich glaube, darüber geht schon eigentlich ganz viel zurück, sodass bei meinem normalen Befund dann gar nicht mehr das rauskommt, was vielleicht rauskommt, wenn jetzt jemand anders für eine Stunde, anderthalb kommt, das Pferd auf der Stallgasse steht, es sich alles angeguckt wird, alles in die Mitte geschoben wird und dann wieder geht. Das ist halt hier anders und ich glaube, deswegen komme ich auch immer zu anderen Aussagen als jetzt zum Beispiel meine Berufskollegen. Und das finde ich total krass. Das fiel mir heute Nacht wirklich wie Schuppen von den Augen. Heute Nacht mal wieder. Ja, was ganz, ganz, ganz krass auffiel, ist, dass der Quadro Mike wirklich über Nacht sein komplettes Heu aufgefressen hat. Und sogar noch das Heu, was hier drinnen in der Karre stand, was ich ihn dahin gefahren habe. Auch das ist mit Schmerzmittel möglich gewesen, was auch wieder mein Verdacht bestätigt, dass er wirklich vielleicht ein Magenproblem hat, weil jetzt konnte er das alles auffressen. Fein. Und das war gestern auch der Knackpunkt, als ich das gemacht habe, hat es unter meiner Hand, es hat nicht geknackt, sondern ich habe es gefühlt in meiner Hand, dass ich gleich einen Zentimeter tiefer gerutscht bin, gefühlt. So, und jetzt lässt er ihr richtig schön fallen. Fein. Gut machst du das. Toll. Hallo Jackpot. Da kommt er schon. Ja. Prima. Fein. Sehr gut. So, ich lasse ihn auch nicht großartig warm laufen. Die beiden da, stehen sie. Jack und Joey. Für die ist das immer Fernsehen. So, und Tee rab. Komm. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, ja, ja. Hopp. So, und die rab. Komm. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, wenn das jetzt wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich an der Hinterhand am ISG gelegen haben soll, was ich gestern deutlich, deutlich gespürt habe, unter meiner Hand, komm, dann ist es aber halt auch wieder fraglich, warum es nach anderen Behandlungen nicht besser war. Das ist jetzt auch wieder was, was im Raum steht, aber das ist jetzt was ganz anderes. So, und dass er nicht komplett locker gehen kann,
und auch noch nicht ganz sauber fußt. Das ist natürlich logisch, wenn man 3 Jahre lang lahm läuft. Man muss es sich überlegen. 2 oder 3 Jahre. Und wenn das jetzt wirklich an diesen ein Rumpser unter meiner Hand gelegen haben soll, dann weiß ich es nicht mehr. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass noch so viel Substanz im Blut ist, dass es wirklich, dass es jetzt noch, du darfst ruhig Schritt gehen. Dass es jetzt wirklich noch so eingreift, dass er von dieser extremen Lahmheit auf fast gar nicht läuft. Komm! Den Magen würde ich auf jeden Fall antherapieren lassen. Aber sie könnte parallel dazu wirklich Übungen mit ihm machen. Die werde ich ihr zeigen, dass sie auch sieht, dass die Krüppen und auch die Beckenknochen oben, dass die wirklich gleich hoch sind. So, und das sind so Dinge, da würde ich jetzt einfach mal sagen, 7 Tage, 10 Tage, 14 Tage, so lange dauert es sowieso, bis wirklich der Magen richtig antherapiert ist, würde ich wahrscheinlich so ein Training machen. Würde die Lahmheit dann wieder mehr werden, als sie jetzt ist. Jetzt war es ja wirklich fast sauber. Dann würde ich sagen, Sehne, Röntgen und das ganze Prozedere, um zu gucken, aus welchem Gelenk kommt es, wie weit muss man wirklich sedieren, also betäuben, ab wann hört die Lahmheit auf. Dann hat man Aufschluss, das ist wieder sehr kostspielig, aber wäre dann halt einfach notwendig. Ja, bei uns ist Abholzeit. Gleich kommt die Besitzerin von Quadro Mike. Ich nehme ihn einfach noch mal so ein bisschen, dass er ein bisschen bewegt ist, dass wenn sie auf den Hof kommt, dass sie es sieht, was sich so getan hat. Und das, was jetzt natürlich noch so ein bisschen überbleibt, ist wirklich die Frage mit dem Magen. Man sieht es, er holt immer seinen Kopf rein. Er möchte auch immer Richtung Magen gehen. So, und was man sieht, ist, dass wirklich so der Übergang vom Kreuzbein über die Lendenwirbelsäule bis zur Brustwirbelsäule wirklich noch so ein bisschen steif ist. Aber da muss er natürlich auch erstmal hinterkommen, dass das jetzt nicht mehr wehtut. Und wenn der Magen noch zwickt, dann ist das natürlich auch noch eine andere Sache. So, komm her, rechte Hand ist ja die schlimmere, wollen wir mal gucken. Ohne vorher locker machen, wie das aussieht. Super toller Schritt. Ich finde ihn sowieso sehr schön. Also er hat schöne Proportionen, einen schönen Hals. Wenn er jetzt noch ein bisschen aufbaut, glaube ich, ist das ein richtig, richtig tolles Pferd. Und da kann die Besitzerin ganz bestimmt ihre Träume mit erfüllen, wenn man jetzt so ein paar Dinge abstellt. Klasse! Jack und Joe sitzen wieder in der ersten Reihe, die sind ganz interessiert und denken sich, das können wir wohl auch. Ne, Jack? Die beiden Hengstfohlen, Jack und Joey, sind alles andere als scheu. Egal, was auf dem Hof gemacht wird, sie sind am liebsten mittendrin. Hat das schon kapiert, wer sie irgendwie ist? Ja, ganz, hat, ne? ganz toll. Ja, ich würd gleich mal dich bitten, dass du was probierst. Mhm. Also ich glaube, wir haben ganz viel lösen können. Wenn er jetzt noch ein bisschen Symptome zeigt, dann liegt das, glaube ich, wirklich an dem Magen. Okay. Ich glaube, das ist also seit heute Mittag mein Hauptverdacht. Wobei er auch einen extrem Beckenschiefstand hatte.
links war deutlich höher als rechts. Das habe ich ohne die Schmerzmittel nicht lösen können. Da hat er nicht nachgegeben. Ja. Und gestern habe ich ja gesagt, haben wir abgesprochen, dass ich ein Schmerzmittel gebe. Und dann hat das so unter meinen Händen, bin gefühlt eine ganze Stufe tiefer reingegangen, hinten in seinem Iliosakralgelenk und alles. Seitdem habe ich ihn gerade halten können. Und er hat gestern mit Schmerzmittel gar nicht gelahmt. Und auch jetzt habe ich ihn nicht vorher behandelt. Und er ist immer noch lahmfrei. Aber man merkt schon, dass er sehr, sehr lange schief läuft mit dieser ganzen Gangmechanik. Bild für dich aus? Auf jeden Fall besser, auch vom Hals. Also ich hatte beim Longieren immer das Gefühl, dass es ihm schwerfällt, eine Stellung zu halten, ohne dass er das Genick so verdreht. Ja, ja. Ruhig weiter. Also das mit dieser Halsstellung schiebe ich mit allem anderen wirklich auf den Magen. Da gucken wir jetzt mal gar nicht hin, weil das können wir so nicht abstellen. Ja. Sondern wenn ich mir mal das Bild vom Vorreiten angucke mit der Hinterhand, war er wirklich stockenlahm. Ja. Ja. Komm. Super gemacht. Prima. Vorwärts, auf. Hast du eine Lahmheit gesehen? Nee. Nein, ne? Ja. Ja, da musst du mal so ein bisschen mitwandern, dass er wirklich da so ein bisschen Anlaufphase hat. Also, dass du ein bisschen, genau, so. Und wenn er über die Stangen kommt, auch so ein bisschen parallel mitlaufen, dass er die letzte nicht dann in Längsbiegung mitnehmen muss. Super. Immer. Auch bei seiner Besitzerin zeigt Quattro Mike ein ganz anderes Gangbild, als seine Besitzerin es von ihm kennt. 3 Jahre Leidensweg liegen hinter den beiden, die Ariane mal wieder in 3 Tagen für unnötig deklarieren konnte. Also bis heute Morgen habe ich noch nicht dran gedacht. Da habe ich wirklich gedacht, es ist nur mit Schmerzmitteln möglich. Und dass du erstmal in die Klinik musst zum Röntgen und zum Schallen. Und als ich das dann heute Morgen gesehen habe, also das, was jetzt noch unrhythmisch ist und steif ist, das erkläre ich mir einfach logisch. Wenn man so einen langen Zeitraum mit so einer Schonhaltung läuft, dann muss natürlich auch alles erstmal wieder locker werden. Ja. Ja, also ich hatte mal Verdacht eventuell, ob er ein Magengeschwür hat, weil er ja so eine kleine Beule am Bauch hat. Nein. Kannst ihn ruhig einsammeln. Okay. Also das hatte ich tatsächlich überlegt. Oh. Dann hast du aber immer das richtige Gefühl gehabt. Ja, also ich meine, mehr als im Zweifel Tierarzt fragen, ob das sein kann, ob es daran liegen kann. Kann ich ja nicht, ne? Nee, das stimmt. Also ich war jetzt heute Morgen richtig froh. Ich würde dir wirklich gleich so ein paar Sachen zeigen auch, die ich an deiner Stelle jedes Mal vorm Bewegen machen würde, damit du dann halt auch siehst, ob sich wieder was verändert. Weil es kann natürlich sein, dass wenn er über die Wiese läuft, bockt, sich hinlegt, wälzt, sonstiges, dass die Muskulatur, dieses vorher schiefe Becken wieder zurückzieht. Hast du denn selber ihn mal mit seinem Humpelbild laufen sehen? Weil das war beim Vorreiten echt krass. Also ich longiere normal so 1-2 Mal die Woche. Ja. Da habe ich das schon mal gesehen. Und wie gesagt, es war mal schlimmer, mal schlecht, mal besser. Und teilweise war es wirklich so, dass ich gedacht habe, soll ich ihn jetzt weiter bewegen? Ja. Da es aber eigentlich immer besser wurde durch die Bewegung, habe ich gedacht, dann ist das nicht so. Ja. Ja. Ich glaube, ich persönlich würde, wenn du richtig Magenschmerzen hast und du nichts fressen magst, also nicht das, was man normalerweise ja frisst, dann ist das schon ganz schön krass. Und dann würde ich versuchen, wirklich ganz schnell diese Paste zu kriegen. Wenn du die hast,
dann würde ich dich bitten, mich nochmal anzuschreiben, weil wir eine etwas andere Dosierung machen, als das, was viele vorschreiben. Mhm. Mit dem Schmerzmittel hat sich einiges eingestellt. Er hatte hier auch manchmal, das ist nicht immer, aber manchmal hatte er das hier, dass er was gefressen hat. Er hat geschluckt und plötzlich hat er seinen Kopf hochgerissen. Das hat er hier auch gehabt, als ich ihm das erste Mal einen Halfter anlegen wollte in der Box. Ich hoffe, das sieht man auch auf dem Film. Aber ich hatte das falsche Halfter. Okay. Es ist wohl irgendwie ein anderer Geruch über seine Nase gekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er da auch diese Zuckung gehabt. Ich zeige ihn dir gleich und ich zeige dir auch Übungen. Wenn er trotz der Übung wieder anfangen sollte, dass er lahmt, also dass er anders geht als jetzt mit diesen Übungen und mit dem Training, sollte er immer mobiler und immer besser werden. Mhm. Er sollte definitiv nicht wieder schlechter werden. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich dir empfehlen, wirklich einmal das Sprunggelenk, beide Sprunggelenke röntgen zu lassen, weil innen sind Schwellungen vorhanden. Also ich würde tippen, dass er da entweder schon einen Prozess hatte, der abgeklungen ist oder irgendwann einer einsetzt. Wann auch immer, sollte das wieder schlimmer werden, würde ich die Sprunggelenke röntgen lassen, wenn es mein Pferd wäre. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich auch die Sehne schallen lassen, wenn das wirklich so sein sollte. Ja, ich reite nicht. Nein, mache ich nicht. Oh. Ja, er zeigt das schon ganz deutlich. Ne? Also ich mache das ganz vorsichtig. Und bei dem Fühlen musst du auch ganz vorsichtig sein. Ne? Und auch dieses Schaben die ganze Zeit, das hat er hier wirklich verbunden, auch als der Sattel drauf war, auch geschabt und gegähnt. Und, ne? Aber ich musste ja nun mal fühlen. Mhm. Hier ist Druck, aber nicht mehr so weit vorne, sondern eher so ein bisschen weiter hinten. Mhm. So und hier ist er dann halt weg. Genau. Und dieser Druck oben, sind das ungefähr die Stellen, wo dann auch seine Trapezmuskellöcher sind? Und vergleich sie einfach auch dann mal mit der anderen Seite. Ja, also hier oben ist auch eng, definitiv. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass das... Jetzt muss er, glaube ich, ein bisschen weiter. Mhm. Hey. Ich hätte jetzt gesagt, hier oben ist die Auflagefläche irgendwie kürzer. Mhm. Wo ja. Und auf der rechten Seite, liegt der Sattel ja hinten gar nicht richtig auf. Und hier hast du ganz viel Druck. Das heißt, wenn sein Hinterbein nach vorne kommt und der Rücken eigentlich aufrichten muss, geht das auf dieser Seite gar nicht. Also nur, wenn wir jetzt hinten betrachten. Wenn du jetzt den Sattel mal dahin schiebst, wo er sonst liegt, das sehe ich jetzt von hier vorne nicht. Also wenn du ihn da hinten hinschiebst. Ich glaube so meistens. Genau. So, und dir das Ganze jetzt mal anguckst, wie, ob er noch in der Waagerechten liegt, oder? Nee, jetzt zieht er sich hier vorne rein. Genau. Das erklärt deine Trapezmuskelgeschichten. Das würde auch erklären, warum er schwer locker lässt, weil er muss ja mit seinem Schultertragegurt den Widerriss eigentlich rausdrücken, um frei zu werden. Drückst du aber hier oben rein, guck mal, ja, geht das gar nicht. Und das Schlimme ist eigentlich, jetzt werde ich verflucht, weil das ist wirklich nur eine Erfahrung von mir, dass ich sogar glaube, dass Magenprobleme genau von so einer Konstellation kommen. Ich habe unseren Springsattel mal hier, der liegt auf ihm nicht optimal, aber da kannst du zumindest fühlen, wie die Druckverteilung eventuell sein könnte. Okay? Ich sag mal, das ist jetzt auch gut zu hören, dass man ein anderes Sattel braucht, weil wir hatten schon zahlreiche Sattel. Mhm. Ich weiß nicht, was sie jetzt genau gesagt hat. Da hat jeder gesagt, okay, wir müssen mal das ändern, mal diesen Baum. Die Kammerweite. Ja. Da ist schon so viel geändert worden. Ja. Und ich sag mal, jedes Mal, wo man diesen Baum ändert, es wird ja nicht besser dann auch. Nee.
ich glaube nicht, dass dieser Sattel, egal was du mit dem machst, auf für ihn passend ist. Weil, jetzt rutscht die gleich runter. Geht halt auf ist auch so. Das kann, ja. Und ich weiß nicht, sie hat es ja vielleicht schon gesagt, es waren ja, ich glaube, vier Sattler. Ja. Und jeder hat aber gesagt, vom Grund her, man kann das dann so machen, dass es passt. Wundert mich eigentlich, die hätten doch viel einfacher. Also ich hatte deswegen dachte können. Ich, habe ich dem auch geglaubt, dass der passt, weil ich dachte mir, naja, ein Sattler, wenn es nicht so ideal passt, der wird mir immer einen neuen verkaufen, weil da verdient er ja mehr dran. Ne? Ja. Also ich habe bei dem, ich wollte gerade sagen, beim vorherigen Sattler habe ich das Gefühl, da war dann auch eine Brücke drin und alles. Ja. Das war ja jetzt so in dem Sinn nicht mehr. Was mich tatsächlich gewundert hat, aber das weiß ich nicht, ob das so sein sollte, ist, wenn man den drauflegt, liegt der ja hier oben an und ist hier, aber da steht er ja so richtig weg. Das war ich mir einfach unsicher, ob das jetzt sein sollte, weil hier an der Stelle ist ja auch kein Eisen mehr. Das heißt, das zieht sich ja dann, wenn man gurtet, zieht sich das ja ran. Ja. Ja, und ansonsten habe ich mir gedacht, dass der, also von der Vorstellung, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der wie so auf so einem, also wenn das der Rücken ist, dass der da irgendwie so ein bisschen so drauf liegt. Mhm. Wenn er dann nach hinten rutscht. Also genau. Ein Sattel, der rutscht, passt schon mal gar nicht. Das ist so. Und er ist ja jetzt nicht schwierig. Du hast jetzt nur ein Problem. Also was ich machen würde ist, diesen Sattel würde ich definitiv nicht einmal mehr da drauflegen. Weil dann hast du das hinten sofort wieder kaputt. Ich würde jetzt wahrscheinlich wirklich gar nichts drauflegen. Erst wenn du den Magen antherapiert hast. Und wenn das weg ist. Und das wirst du merken, wenn du da 4-5 Tage das Ganze machst. Manche brauchen ein bisschen länger, aber er reagiert so schnell auf die Sachen, dass ich das nicht vermute. Und du wirst es merken, wenn du ein Longiergurt drauflegst zum Beispiel. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich gurte, dem Pferd vorher ein Leckerli gebe und gurte, während es kaut. Weil bei vielen Pferden ist das wirklich schon so ein Automatismus geworden. Die haben eine lange Zeit Schmerzen gehabt, wenn der Gurt kommt. Und ich habe das hier häufig, ich habe den Gurt noch nicht mal in der Hand, sondern man macht nur die Bewegung. Ja, oder nur die Schnalle hören die und schon machen die so. Und das ist ja noch gar nichts. Wenn das mit dem Magen durch ist und er immer noch so empfindlich auf Fliegen ist, dann könntest du ihm Antiallergikum, ein natürliches, geben. Weil das ist ja schon extrem. Das ist wirklich eine Fliege, die hier irgendwo sitzt. Ja, und sofort. Und das ist, würde ich nicht als normal empfinden. Aber wenn der Magen geschunden ist, dann ist das ganze Pferd in einem übersäuerten Zustand. Und dann ist das wirklich schlimm. Auch Regentropfen, Sprühflaschen. Und ich höre ihn tatsächlich nicht, aber was dazu passen würde, wäre, wenn ich ihn reite und ich reite im Schritt am langen Zügel, dann ist das mit den Fliegenschnicken immer ganz, ganz schlimm, auch am Kopf. Und sobald er aber in der Arbeit ist und wir dressurmäßig arbeiten, Übergänge reiten, Handwechsel reiten, dem Moment, wo er sich quasi anfängt zu konzentrieren, hört das sofort auf. Ja, jetzt fährt er dahin. Ja, ich wollte wieder Magic Mike sagen, Quadro Mike. Es war richtig toll. Selbst jetzt heute die zweite Einheit hat er lahmfrei absolviert. Na klar, stimmt das Gangbild noch nicht. Aber nach so langer Zeit Schmerzbild, also Schonhaltung, kann man auch nicht sofort verlangen, dass er gleich so wieder losmarschiert. Richtig, richtig toll. Ich habe jetzt der Besitzerin einiges gezeigt, was sie mit der Hinterhand macht, damit er schön gerade hinten bleibt. Und ich bin da ganz optimistisch. Ich habe ihr gesagt, wie wichtig das ist, das mit dem Magen zu machen. Und wenn sich das alles als Fehldiagnose rausstellt oder als Fehlempfehlung, muss ich ja sagen, ich darf ja nicht Diagnose sagen, dann ist es auch gut, aber dann kann man wenigstens guten Gewissens was machen. Und sie hat jetzt quasi die Aufgabe, wirklich erstmal den Magen zu machen, parallel dazu immer schön die Übung für die Hinterhand zu machen. Und wenn sie dann wirklich anfängt, wieder mit Longiergurt, vorm Longieren, nach dem Longieren, immer wieder kontrollieren, ob das Becken noch gerade ist, ob wieder die linke Seite oben ist. Und jetzt weiß sie auch, wie sie selber wieder runterkriegt.
Sollte dann die Lahmheit trotzdem wieder auftreten, habe ich gesagt, würde ich, wenn es mein Pferd wäre, die Sprunggelenke röntgen, und zwar beide, und auch die Sehnenschalen. Aber ich glaube, dass das gut wird. Ganz angenehmes Pferd, tolle Besitzerin. Ja, zu dem Sattel muss ich nichts sagen. Hat sie selber gefühlt. Aber auch da würde ich sagen, kann man erst gucken, wenn wirklich die Magengeschichte richtig abgeheilt ist, er Substanz aufbauen kann, wieder Heu frisst, die Kraftfuttermenge lässt sie einfach so, und dann wird der in 5, 6, 7 Wochen ganz anders aussehen. Und dann kann man Sattel anpassen. Und ich glaube, dann findet man auch einen Sattel, der besser passt. Ja, jetzt warten schon Jaspers Besitzer, Jaspers Besitzerin. Es ist wirklich zum ersten Mal so, dass hier ja verkehrt zusammenkommt. Und jetzt muss ich erstmal schnell hin, weil die warten schon. Ich konnte Jasper gar nicht einbandagieren, so wie ich es sonst mache. Und einfach ein bisschen hübsch machen. Geputzt habe ich ihn zum Glück schon. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, er hat sich nicht gewälzt. I'll wait to see your golden smile. Ja, hallo, liebe Eichenecker und Fans. Ich wollte ein kurzes Update einmal geben von Mike. Wir haben jetzt eine ganz schöne Odyssee hinter uns mittlerweile. Wir haben direkt am Anfang erstmal uns um den Magen gekümmert, wie die Ariane das auch empfohlen hatte. Ja, manches wurde besser. Er hat sich in der Sattellage besser putzen lassen, in der Gurtlage vor allem. War aber trotzdem nicht weg. Also waren wir in der Klinik. In der Klinik wurde geröntgt und geschallt. Da war dann ja erstmal eine sehr negative Rückmeldung. Die Gleichbeine waren wohl ziemlich angegriffen, weil eine langjährige Sehnenentzündung da war, die der Tierarzt ja aber damals nicht gesehen hatte. Also nicht der von der Klinik, sondern der, den ich sonst hatte. Und naja, also hieß es erstmal 6 Wochen lang nichts tun, 6 Wochen lang Boxenruhe. Danach waren wir nochmal in der Klinik, haben nochmal geschaut, wie es aussieht. Ja, nach 6 Wochen war auf dem Röntgenbild und schon sichtbar, dass sich ein bisschen was von dem Knochen bildet langsam wieder. Die Sehne hat auch deutlich besser ausgesehen. Er war zu dem Zeitpunkt auch fast lahmfrei. Dann haben wir gesagt, okay, bis das wirklich auch komplett ausgeheilt ist, nochmal 6 Wochen Boxenruhe. Also in Summe haben wir jetzt 3 Monate Boxenruhe hinter uns gebracht, wie der arme Kerl in der Box stehen musste. Mittlerweile sind wir auch im Stall umgezogen. Wir sind jetzt in einem Stall, wo der Mike rund um die Uhr mehr oder weniger Heu hat. Den Tag tagsüber auch. Man sieht, er ist jetzt seit einer Woche, darf er jetzt auch auf Koppel raus mit den anderen zusammen, um ja so ein bisschen wieder was zu machen. Und ja, man sieht, er nutzt das sehr ausgiebig für Bäder an den schlammigsten Stellen. Aber insgesamt merkt man einfach, dass er sehr, sehr viel glücklicher ist jetzt auch wieder, dass er eben nicht mehr die ganze Zeit in der Box stehen muss. Und ja, ich bin gespannt. Ab nächster Woche wollen wir dann mal versuchen, auch ja, wieder anzufangen mit der Arbeit. Also sprich erstmal in der Longe, im Schritt, mit einem kleinen bisschen Trab. Und mit etwas Glück können wir vielleicht gegen Ende des Jahres auch wieder reiten, zumindest dressurmäßig. Springen hat sich erledigt, aber da werde ich eben einfach umsatteln müssen. Dann reiten wir eben dressurmäßig bzw. freizeitmäßig und ins Gelände. Hauptsache dem kleinen Kerl geht's wieder gut. Okay, tschüss! Wir bedanken uns für dieses ausführliche Feedback und wünschen den beiden weiterhin alles nur erdenklich Gute. Und vielleicht auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Euer Hofeichen-Eck-Team.